Vielleicht hast du dich in letzter Zeit unwohl gefühlt, so als ob irgendetwas nicht ganz richtig wäre. Nun ja, das ist keine Einbildung, denn die energetische Frequenz hat sich geändert. Die Erde ist aus dem Gleichgewicht gekommen und das liegt an diesen vielen negativen Nachrichten, die gerade so sehr kursieren. Es hat sich also ein bisschen das Gleichgewicht verschoben. Aber die Plejade haben eine wundervolle Energie uns zur Verfügung gestellt. Und ich habe mich auch mit Aquariana unterhalten. Und was da alles jetzt für uns vorbereitet wurde, das erfährst du gleich in diesem Video. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerijana Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind in Deutschland, Österreich und Schweiz vertreten und eins der größten Online-Portale für Webinare im spirituellen Bereich. Und wenn du immer die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, dann darfst du meinen Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren. Ich danke dir jetzt schon sehr dafür. Ja, und heute geht es um das Gleichgewicht der Erde. Und wenn die Erde aus dem Gleichgewicht ist, sind es ja die Menschen auch. Und deswegen fühlen wir diese starke Unruhe und sind sehr durcheinander. Also viele von uns, besonders die Hochsensiblen, spüren natürlich diese Energien sehr stark. Jetzt wisst ihr ja, ihr kennt, habt ja schon einmal Aquariana kennengelernt. Sie ist eine der sieben kosmischen Schwestern und sie kommt von den Plejaden. Und man hat also von den Plejaden uns eine wundervolle Energie zur Verfügung gestellt. Und dazu möchte ich euch jetzt gerne meinen Hintergrund erklären, weil das hat nämlich was zu bedeuten. Also hier in der Mitte seht ihr die Erde, ne, diese Erdkugel, und hier außenrum dieses blaue Licht. Das hier, das da überall zu sehen ist, das soll diese Energie von den Plejaden darstellen. Die wurde also jetzt hier um die Erde herum für uns zur Verfügung gestellt. Und jetzt liegt es an uns. Wir müssen noch ein paar Dinge tun, und damit diese Energie auch die Erde erreicht und auch uns erreicht. Und das werden wir heute zusammen mit Aquariana tun. Und das ist richtig schön. Das ist richtig toll, weil diese Energien tragen die Reinheit für klare Gedanken. Und das ist ja genau das, was zurzeit eigentlich alle Menschen brauchen. Also nicht nur wir, sondern auch die Machthaber, die brauchen mal richtig klare Gedanken, um zu sehen, was sie da für ein Zeug veranstalten. Alles das, was überhaupt nicht nötig ist, was man sicher auch anders und besser regeln kann. Und dafür ist diese Energie da. Das ist die Energie der Reinheit und der Klarheit. Und Aquariana ist ja eine der sieben kosmischen Schwestern und sie arbeiten ja auch eng mit dem Rat der großen Föderation, der Galaktischen Föderation zusammen. Und da sind die Schiffe auch hier außen, die bewachen gerade diese Energie. Und es ist wirklich wichtig, dass wir jetzt hier im Kreise der Lichtarbeiter uns diesen Energien öffnen, uns selbst reinigen lassen natürlich und uns selbst anpassen. Also es sind drei Schritte, die wir zusammen machen werden. Also wir werden selbst persönlich angepasst an diese Energie. Die Erde wird eingehüllt an diese Energie und dann das Große und Ganze. Und Aquariana wird uns mit ihrer Botschaft führen. Sie wird also genau sagen, was wir zu tun haben. Und ihr werdet sehen, dass man sich danach viel ausgeglichener und wohler fühlen wird. Es ist einfach ein Frieden dann in uns zu spüren. Und diese Friedensenergie, die wird natürlich dann auch verstärkt auf die Erde strömen, verstärkt überall dort zu fühlen sein, wo es wichtig ist. Also wir haben diese drei Schritte. Erstmal werden wir selbst mit dieser Energie ausgeglichen und gestärkt. Dann wird in unserem Zuhause diese Energie installiert und dort ausgeglichen und gestärkt und dann die Erde. Und die Erde insgesamt da, wo es geht. Und dann sagte Aquariana auch noch zu mir, es wird genau an den Stellen eben die ganz großen
Energiefrequenzen dieser Klarheit geben, wo einer von euch jetzt wohnt. Und von dort aus wird es sich ausbreiten und wie so ein Netz, ein Gitternetz des blauen Lichtes der Klarheit praktisch sich um die Erde legen. Und ja, deswegen ist es schön, dass du heute da bist und wir zusammenwirken können. Und dann hat Aquajana auch noch gesagt, dass dieses hier eine Vorbereitung ist für die Plejadenschule, die ja Ende März beginnt, und eine Vorbereitung praktisch auf die innere Ausrichtung auf die Plejaden. Denn es ist auch wichtig, dass wir uns im Inneren ausrichten und dann eben so öffnen können, umso tiefer dann auch die Botschaften empfangen zu können. Also ich sagte, das ist nicht nur jetzt zum Ausgleich der Erde, sondern auch als Vorbereitung für alle, die gerne diese Schule machen möchten. Und sie hat auch gesagt, sie freut sich so sehr darauf, mit uns dann das zusammen zu machen. Und sie heißt ja Aquajana, weil sie auch sehr viel mit dem Wasser zu tun hat, mit der Wasserenergie, und wird uns noch ganz, ganz viel lehren, auch für die Klarheit und Reinheit. Und es ist natürlich so wunderschön, dass wir diese große Hilfe von den Außerirdischen bekommen. Und sie sagen auch, wir sollten niemals vergessen, dass sie, so wie wir, alles göttliche Wesen sind und dass sie mit uns zusammen dieses Gleichgewicht dann auch im Universum installieren möchten. Und es sollte aber von der Erde ausgehen, weil die Erde ist scheinbar schon irgendwie wichtig in diesem ganzen Gefüge des Universums. Und wenn die Erde so sehr schwankt, dann wirkt sich das auch für das Gleichgewicht im Universum eben aus. Und deswegen ist diese Lichtarbeit, die wir heute zusammen machen werden, ganz, ganz wichtig. Ja, und schön, dass du da bist, dass du dazu hilfst und wir zusammen eben wirken können. Und wegen den Bildern von der Aquajana und Atreus und allen anderen, die noch kommen werden, wir werden diese Bilder bei uns im Shop einstellen, und ich habe euch schon mal den Link und das Video gemacht, sowie auch von der Plejadenschule. Wem es interessiert, der kann dann einfach mal draufklicken und gucken. Man kann sich also die Bilder auch bestellen und die dann zu Hause haben. Jedes Bild trägt diese Energie, diese ungeheuer tolle Energie der Plejaden, und immer von der Person, die jetzt eben auf dem Bild abgebildet ist. Ja, und jetzt werden wir beginnen, und ich freue mich schon so sehr, Aquajana jetzt ganz intensiv zu spüren und mit euch zusammen lichtvoll wirken zu dürfen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Kraft und Freude mit dem, was jetzt gerade passieren wird. Ich sprühe mich ein mit der Plejadenenergie und gebe schon mal ein bisschen Energie zu euch rüber. Geliebte Menschen, Familie, mit großer Freude darf ich heute diese Botschaft überbringen von Aquajana, der Plejaderin. Und mit großer Freude nehme ich wahr, dass viele von euch erschienen sind, dass viele den Ruf ihrer Seele gefolgt sind, um heute zusammen im großen Kollektiv lichtvoll zu wirken. Und um zu beginnen, ist stets eine positive Ausrichtung nötig, eine innere Zentriertheit mit dem Licht der Liebe. Und so möchte ich dich bitten, das Licht der Liebe von Smarana tief in dich hineinzuatmen. Fühle, wie dieses Licht zu strahlen beginnt und sich mit dem Licht deiner göttlichen Flamme verbindet und so deine Ausstrahlung um ein Vielfaches zunimmt.
Spüre einfach jetzt diese ganze Energie und versuche dich hinzugeben an das Licht und an die Liebe. Spüre, wie du dich immer mehr zentrierst, wie du dich immer leichter fühlst und wie die Energie sich um dich herum verändert. Denn das ist die Voraussetzung, um diese Botschaft, welche du jetzt gleich hören wirst, ganz tief empfangen zu können. Und so atme in einem Rhythmus, der dir gut tut. Ein und aus. Spüre dein inneres Licht. Spüre dein Ich Bin. Und spüre die Verbundenheit zu allem, was ist. So bist du nun vollkommen zentriert und ich rufe jetzt Aquayana. Ich bin Aquayana, eine der sieben Schwestern, und spreche mit großer Freude heute zu dir. Denn ich habe eine wichtige Botschaft für dich. Und ich begrüße dich mit dem Licht des Segens, einen Gruß, wie wir ihn für uns verwenden. Wie du weißt, macht die Erde gerade, dein Heimatplanet, gerade eine Menge Veränderungen durch. Dadurch ist eine energetische Verschiebung aufgetreten, welche durch die negativen Kriegsenergien, die sich seit einiger Zeit aufgestaut haben, entstanden ist. Und um dieses Ungleichgewicht auszugleichen und den Planeten wieder ins Gleichgewicht zu bringen, arbeiten viele Plejader mit mir, Aquayana, zusammen. Und so haben wir beschlossen, mit dem Galaktischen Großen Rat der Konföderation eine bestimmte Energie zur Verfügung zu stellen, welche es möglich machen wird, das Ungleichgewicht in dir, bei dir zu Hause und auf deinem Planeten wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ich werde dir zeigen, was du dabei tun kannst. So begebe dich bitte in die Mitte deines Raumes, in welchem du dich gerade befindest. Du kannst dies in Gedanken tun oder körperlich. Beides ist richtig. Beginne dich nun zu erden, so wie du es gelernt hast, indem du dich mit Mutter Erde, deinem Heimatplaneten, voller Liebe verbindest. Und nun konzentriere dich auf dein Herz. Spüre deine Kraft, deine Liebe und deinen Frieden.
Nun richte deinen Fokus nach oben und nimm dieses helle blaue Licht wahr, welches wir zur Verfügung gestellt haben. Beginne nun wahrzunehmen, wie dieses Licht vom Himmel herabkommt und durch deinen Scheitel in deinen Körper eindringt. Dieses Licht reinigt und entschlackt all deine Energiezentren und Chakren. Nimm dir ein wenig Zeit und stelle dir vor, wie alle negativen Energien aus deinem System freigesetzt werden. Stell dir nun vor, dass du von einem wunderschönen Licht umgeben bist. Es ist das plejadische Licht der Klarheit und der Kraft. Es ist das heilende, ausgleichende Licht der Plejaden. So öffne nun dein Herz und lass dieses Licht in das Zentrum deines Herzens hineinfließen. Dies wird dir helfen, deine persönliche Frequenz mit der plejadischen Ebene in Einklang zu bringen. Atme tief durch und spüre, wie sich diese wundervolle Lichtenergie in deinem ganzen Körper ausbreitet und dich mit Frieden und Ruhe erfüllt. Und wenn du bereit bist, öffne deine Augen und überlege, was dich heute am meisten aus der Ruhe gebracht hat. Was dich heute am meisten in die Angst getrieben hat. Überlege, welche negativen Energien du heute wahrnehmen konntest. Ich, Aquayana, ich halte eine goldene Kugel plejadischer Energie in meinen Händen. Und du darfst nun all diese Gedanken und negativen Energien in diese Kugel senden. Ich stehe vor dir und halte diese Kugel vor dir. So beginne nun, alles loszulassen. Alles Negative darfst du mir übergeben. Und vielleicht kannst du wahrnehmen, wie sich alles auflöst, jedes Negative, wie alles ins Licht entlassen wird. Lass es fließen, lasse los und spüre, wie du immer mehr ins Gleichgewicht kommst und immer mehr im Frieden bist. Das war der erste Schritt. Nun werden wir zum zweiten Schritt kommen, in welchen wir deinen
Raum, deine Räume an die pleiadische Energie anheben. Dies wird dir helfen, leichter im Gleichgewicht zu bleiben und dich vor den negativen Energien gut zu schützen, welche dich umgeben. So visualisiere eine Lichtsäule, die vom Himmel herabkommt und durch deinen Scheitel in deinen Körper eintritt. Dieses Licht ist mit der Energie der Plejaden gefüllt. Und während du einatmest, spürst du, wie diese Energie deinen ganzen Körper und deinen Geist anhebt, mit Frieden und Zuversicht füllt. Und jetzt werden wir diese Lichtsäule in deinem Raum installieren, sodass du immer, wenn du dich müde fühlst, dorthin gehen kannst und dich jedes Mal mit der plejadischen Energie verbinden kannst. Und nun kommen wir zu Schritt 3. Denn wir werden mit deiner Hilfe die ganze Erde in ihrer Energie auf die plejadische Energiefrequenz anheben. Dies wird dazu beitragen, den Planeten wieder ins Gleichgewicht zu bringen. So betrachte nun mit deinem dritten Auge die Erde. Und vielleicht kannst du nun wahrnehmen, wie die Erde von einem wunderschönen blauen Licht umgeben ist, welches wir gesendet haben. Dieses Licht ist die Energie der Reinheit, das Zeichen der Brüderlichkeit und Schwesternschaft. Und während du dieses Licht einatmest, spürst du, wie dieses Licht deinen Körper und deinen Geist mit Frieden und Harmonie erfüllt. So genieße du selbst jetzt ein wenig diese wundervolle Harmonie. Und nun sende dieses Licht in die Welt hinaus. Denn du selbst, du bist die Verbindung zwischen diesem Licht und deinem Planeten. Die Verbindung zu all den Menschen, mit welchen du zusammenkommst. Und so sieh, wie dieses Licht den ganzen Planeten mit seiner friedlichen Energie erfüllt. Dies geschieht so nach und nach, und es wird auch so geschehen, wie es für das allerhöchste Wohle von allen Menschen und deinem Planeten am besten ist. Und jetzt, wo du deine Frequenz mit der plejadischen Ebene in Einklang gebracht hast und nicht nur deine Frequenz, sondern die auf der Erde, welche sich langsam anhebt, wirst du dich ausgeglichener und wohler fühlen. Vielleicht merkst du auch, dass du mehr auf deine Intuition und deine übersinnlichen Fähigkeiten eingestimmt bist. Denn dies geschieht durch dieses Licht der Klarheit und der Reinheit,
so vertraue auf diese Instinkte, denn sie werden dich auf deinem Weg leiten. Denke daran, mit der Erde verbunden zu bleiben und tief zu atmen, wenn du dich zentrieren musst. Und am wichtigsten ist es, dass du darauf vertraust, dass alles gut ist und das ganze Universum hinter dir steht. Wir sind für dich da und wir werden weiterhin mit dir zusammenarbeiten, um dich im Gleichgewicht zu halten und diese Ausrichtung zu bewahren. Und so wünsche ich euch allen das Licht des Segens und verabschiede mich voller Freude und Liebe. Das gibt so viel Hoffnung, was Aquayana gesagt hat. Und es bedeutet auch, dass wirklich die Wesen bei uns sind und dass sie einschreiten mit unserer Hilfe natürlich zusammen. Also jeder sollte einfach aktiv sein. Dann wird es auch was. Dann kommen wir gut durch diese Zeit. Und ich danke dir sehr, dass du heute hier warst und deine Zeit mit mir verbracht hast. Und wenn dir die Botschaft gut getan hast und du weiterhin so schöne Botschaften erhalten möchtest, dann darfst du mich gerne abonnieren und hier auf die Kugel klicken. Ich danke dir sehr dafür und wünsche dir eine friedvolle Zeit. Tschüss.